Am Anfang ist er nur ein Junge, der um sein Leben rennt. Deutschland, April 1945, irgendwo hinter der Front. Vielleicht ist er desertiert, vielleicht hat er nur etwas zu essen geklaut. Jetzt ist er freiwild, gejagt von den eigenen Leuten. Bis er ein verlassenes Auto entdeckt. Und darin seine Rettung, eine Uniform. Von nun an wird er sich als hochdekorierter Hauptmann der Luftwaffe durchschlagen. Und eine abgründige Köpenickiade nimmt ihren Lauf. Der Film Der Hauptmann beruht auf einer wahren Geschichte. Der Soldat hieß Willi Herold, ein Schornsteinfegerlehrling aus Lunzenau bei Chemnitz. Das war ein 19-jähriger Junge, der als Hauptmann verkleidet durch die Gegend zog. Also er war auch natürlich viel zu jung eigentlich, um ein Hauptmann zu sein. Das hat geholfen, dass es die letzten zwei Kriegswochen waren, wo dann wirklich Not am Mann war und alle möglichen Leute noch befördert wurden. Aber natürlich hat es auch was mit der Uniform selbst zu tun. Die Uniform verleiht ihm Sicherheit. Ja, er kann sich hinter der Uniform verstecken. Freitag, Walter Freitag meldet sich zur Stelle, Herr Hauptmann. Nun gibt es in diesen letzten Kriegstagen einige wie ihn. Hab meine Einheit verloren. Und bitte gehorsamst mich, Herrn Hauptmann unterstellen zu dürfen. Und so hat dieser falsche Hauptmann schon bald einen Trupp von Untergebenen und den selbsterdachten Auftrag, die Lage hinter der Front zu erkunden. Meisterhaft versteht dieser Film, die Balance zu halten zwischen Groteske und Drama. Es geht Regisseur Schwentke weniger um die Uniform als um das, was sie umhüllt. Was macht einen Menschen aus? Und was passiert, wenn er plötzlich die Macht hat, zu töten? Herr Hauptmann! Herr Hauptmann! Ja, mein... Er hat geklaut. Denn der Hauptmann muss nun zeigen, dass er wirklich der ist, für den man ihn hält. Es muss Ordnung gemacht werden. Einen Plünderer soll er erschießen. Ein Junge, der einfach nur nicht krepieren will. Max Hubacher spielt diesen Willi Herold zwischen jugendlicher Unschuld und eiskalter Härte. Der geht immer eins weiter. Also jedes Mal, wenn die Autorität wieder in Frage gestellt wird, geht er wieder eins weiter mit der Brutalität, der Willi Herold, um wieder ein Exempel zu statuieren und sich unantastbar zu machen. Können Sie mir erklären, warum Ihre Truppe ohne klaren Marschbefehl ist? Wir sind auf Sondereinsatz. Sondereinsatz? Wir sollen Bericht erstatten von der Lage hinter der Front. Aha. Mit welcher Vollmacht? Mit welcher Vollmacht? Vollmacht von ganz oben. Ganz oben. Vollmacht vom Führer selbst. Der falsche Hauptmann spielt um sein Leben. Und wer ihm zuschaut, wünscht ihm lange, dass er dieses Spiel gewinnt. So lenkt dieser Film seine Fragen geschickt auf uns. Wie weit wären wir mitgegangen? Was hätten wir getan? Dieser Hauptmann kann seine Umgebung nur täuschen, weil sie getäuscht werden will. Weil seine Uniform Schutz bietet. Weil man ihm die Verantwortung zuschieben kann. Seine Odyssee führt ihn in ein überfülltes Kriegsgefangenenlager, dessen Wachtmänner dringend Ordnung schaffen wollen. Ein Hauptmann mit Vollmacht vom Führer kommt da wie gerufen. Wo täglich tapfere Frontkämpfer krepieren, da geht's doch nicht anders. Erwiesene, das verurteilte Verbrecher hinter der Front, wie die Maden im Speck leben, nur weil keiner den Mumm hat, durchzugreifen. Dieses Ungeziefer ist hier sicherer wie jeder Frontsoldat. Dabei wäre die Sache so leicht aus der Welt zu schaffen. Man muss nur wollen. Ja, der Hauptmann versteht schon unser Dilemma. Oder? Natürlich. So einen Notstand darf man nicht ignorieren. Alles aufstellen! Und so wird der Trupp Herold endgültig zum Mordkommando. Ich dachte, drei Gruppen zu 30? Na, dann halten wir uns besser ran. Los! Ich glaube, für ihn war das Cowboy und Indianer mit scharfer Munition. Und diese Tragödie fand deshalb statt, weil alle mitgemacht haben und weil keiner gesagt hat, stopp. Und selbst wenn sie gewusst haben, dass er
kein Hauptmann ist, haben sie mitgemacht. Oder wenn sie es vermutet haben, war es ihnen egal. Ja, weil sie konnten ihn ja genauso benutzen, wie er sie benutzt hat. Kleider machen Leute, heißt es. Hier legt die Uniform den Abgrund eines Menschen frei. Im nüchternen Schwarz-Weiß dieses herausragenden Films treten die Mechanismen, die Menschen zu Mördern werden lassen, umso stärker hervor. Der Hauptmann ist mehr als eine Parabel über das Funktionieren im Vernichtungskrieg. Er handelt davon, was passiert, wenn da nichts ist, was einem Menschen Einhalt gebietet. Keine Moral, keine Regeln, kein anderer. Bei diesem Film geht es natürlich um die Gegenwart, genauso wie es um die Vergangenheit geht. Wir als Menschen haben einfach eine unfassbare Fähigkeit, einander Unrecht zuzufügen. Ja, und das halte ich für universell. Ich halte es auch für universell, dass die Membrane zwischen dem Chaos und der Zivilisation extrem dünn ist. Und ich glaube, es ist sehr gefährlich, wenn man sich dessen nicht bewusst ist. Der echte Willy Herold wurde kurz nach dem Krieg von britischen Militärs aufgegriffen und vor Gericht gestellt. Als er wegen des Mordes an 125 Menschen hingerichtet wurde, war er gerade 21 Jahre alt.